Irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Ich glaube, wir müssen A, den Lenker ausrichten und B, viel wichtiger, das Lenkkopflager noch einstellen, damit wir kein Spielen beim Fahren haben. Das machen wir jetzt gemeinsam in diesem Video. Hi, ich bin der Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes und das ist der Tobi. Tobi, irgendwas läuft noch nicht so ganz hier. Genau. Also ist perfekt für den Schulterblick, aber... Genau, ich wollte gerade sagen, super, immer den, auf den Schulterblick, aber es sollte nicht auferzwungen sein. Ne? Ihr kennt es vielleicht, ihr bremst und es fängt an, das Nackeln und Krachen und Scheppern. Das könnte ein Indiz für ein Lenkungslager sein. Genauso, wenn ihr es drauffallen... Lenkauflager-Spiel sein, weil Lenkauflager sollte ja drin sein. Ne? Ja, genau. Aber wenn es kaputt ist, kracht es auch. Und da gilt es, das einzustellen. Das heißt im Prinzip, dass die Gabel sauber in den Schaft geklemmt ist und dieses Spiel eingestellt, dass da nichts hin und her nackelt im Extremfall. Da haben wir schon lustige Dinge gesehen. Darf ich das mal kurz erklären? Also wir haben ja sozusagen den Gabelschaft hier und damit sich das sauber bewegt, gibt es hier ein Lager. Das eine Lager hier oben, ein Lager hier unten. Ja? Und es reicht jetzt nicht, wenn wir einfach mal die Schrauben nachziehen, weil dann ist es zusammengepresst und es lenkt sich ganz schlecht. Deswegen müssen wir jetzt das Lagerspiel, also diesen richtigen Druck auf die Lagerschalen einstellen, damit wir ein leichtes, geschmeidiges Lenken haben, aber nicht zu viel Spiel haben, weil sonst nackelt es so nach vorne. Korrekt. Wir haben vorhin die Gabel ausgebaut gehabt, deswegen sind alle Schrauben locker und deswegen können wir jetzt den Lenker hier so bewegen. Das heißt, mit was fangen wir jetzt an? Bevor wir wieder anfangen, was brauchen wir für Werkzeug? Genau. Wir können das ja mal, Situation X ist ja eigentlich, ich habe Spiel im Lenkkopflager. Was brauchen wir für Werkzeug? Achso, wir brauchen in unserem Fall 4er Imbus und einen Drehmomentschlüssel, der hinterher auch die richtigen Momente hier wieder ansetzt. Ihr könnt es immer sehen, bei den wertigen Vorbauten steht immer eine kleine Zahl, ich weiß nicht, hier dran, das besagt das Drehmoment. Hier 4,5 bis 5,8, wir ziehen es dann mit 5 an. Genau, also wir haben natürlich hier Profi-Werkzeug, für zu Hause reicht eigentlich so ein kleines Multitool. Wir haben euch ein Multitool unten in der Beschreibung verlinkt. Und ein Drehmomentschlüssel, den ihr auch zu Hause verwenden könnt. Auch der ist super wichtig, weil es reicht nicht, wenn es fest ist, das kann zu viel sein. Ja? Deswegen auch da Drehmomentschlüssel nutzen. Auch den haben wir in der Beschreibung drin. Wenn ihr draufklickt, landet ihr bei Amazon und wir kriegen eine kleine Provision. Ansonsten ist es ein wirklich gutes Werkzeug. Wie könnt ihr das am leichtesten testen, ob ihr den Spiel habt und ob alles passt? Ne? Wir ziehen die Bremse vom Vorderrad und halten hier mal im Prinzip an die Verbindung zwischen Gabel und Rahmen. Und da merkt man, es ist leicht Spiel vorhanden. Also es schlackert hin und her. Das kann man richtig in den Fingern fühlen, dass sich da was verschiebt. Ne? Und das gilt es jetzt einzustellen. Wir haben jetzt hier mal den Sollzustand hergestellt. Mit einer Schraube wollen wir jetzt nicht mal so genau sagen. Wir lösen erstmal die Klemmung vom Vorbau. Das heißt, der Vorbau wird im Prinzip... ist nicht mehr fix verbunden mit dem Gabelschaft. Es ist nötig, weil wäre das fest, dann könnte ich da oben so viel anziehen, wie ich will, dann habe ich hier nur Spannung, aber ich kriege im Prinzip das Lager nicht eingestellt. So, jetzt habe ich hier die Einstellschraube, also merken wir uns, Einstellschraube, Feststellschrauben und kann jetzt, man hört es sogar, ne, dieses Spiel, was ich hier habe, durch fester Ziehen der Schraube im Prinzip einstellen. Das kann manchmal auch nur eine halbe Umdrehung sein oder eine Viertel, aber man merkt, es wird schon viel besser. Das kann man auch unten mal anfassen. Und jetzt merkt man, es ist fest. So einfach ist es eigentlich. Ne? Dann schauen wir noch, dass der Lenker im Prinzip richtig ausgerichtet ist. Ne? Und ziehen dann die Schrauben leicht fest, dass sich da nichts mehr verstellt. Wechseln jetzt aufs Drehmoment, gucken nochmal, passt, also das Spiel ist richtig eingestellt und jetzt drehen wir langsam abwechselnd diese Schrauben fest. Gibt einfach eine bessere Klemmung, als wenn er gleich unten anzieht, bis es knackt und oben anzieht,
bis es knackt. So ist es gleichmäßiger. Jetzt merkt ihr auch, dieser Drehmoment gibt Feedback, wenn es fest ist. So, und so ist das Lenkungslager sauber eingestellt. Es nackelt nichts mehr, es kracht nichts mehr. Kleiner Tipp, wenn ihr das gemacht habt, nehmt nochmal das Vorderrad zwischen die Beine und zieht am Lenker hin und her, ob das Ding auch wirklich fest ist. Ne? Weil das ist A und O, weil wenn es euch den Lenker wegdreht während der Fahrt, wäre eher nicht so geil. So stellt ihr ein Lenkungslager ein. Das war's schon. Sehr simpel. Das ist simpel. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr nicht genau wisst, wie es bei euch funktioniert, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Es gibt verschiedene Systeme, aber das ist das Head-System, um mal genau zu sagen. Genau. Das eins der gebräuchlichsten auf dem Markt. Wichtig nochmal, verwendet wirklich einen Drehmomentschlüssel. Vor allem, wenn man das nicht so oft macht, man kann sich da manchmal ganz schön verschätzen. Wir haben euch einen einfachen, guten verlinkt in der Beschreibung. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch kein Abonnent seid, und es sind ein paar, weil nur 7% unserer Zuschauer sind Abonnenten, ne? Tut uns den Gefallen und drückt unten rechts von dir aus gesehen dahin, auf Abonnieren, damit wir sehen, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne auf Liken. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.